Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Mediale Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute Abend mit dabei bist. Oder wann auch immer du dir das anschaust. Wir werden heute eine Übung machen, die mehrere Dinge kombiniert. Auf der einen Seite geht es um Abgrenzung und damit auch das Übernehmen von Emotionen von außen. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Bewusstheitsübung, wie schnell oder wie langsam du persönlich auf Dinge reagierst. Denn man kann durchaus sagen, dass die Abgrenzung und die Reaktionszeit eigentlich relativ zusammenhängen. Das heißt, wenn man erst einmal merkt, okay, es gibt eine Schicht, eine Schutzschicht, eine Reaktionszeit, sage ich einfach einmal, zwischen dem Impuls, der kommt. Der Impuls und der Reaktion ist eine Lücke. Und je größer diese Lücke ist, ja, also zwischen dem Impuls, der kommt, und dann der Aktion, die du setzt auf diesen Impuls, das wäre so diese Reaktionszeit, diese Lücke. Und je größer diese Lücke ist, je bewusster wir uns in dieser Lücke bewegen, umso mehr Abgrenzung bekommen wir auch. Also ist das Ziel eigentlich, dass wir diese Lücke ganz bewusst ausnutzen und zu unserem Vorteil ausnutzen. In dieser Lücke ist eigentlich, wenn man so möchte, auch die Unendlichkeit enthalten. Und heute wollen wir schauen, dass wir diesen Zwischenraum da nutzen können. Um ein konkretes Beispiel zu sagen, dein Telefon läutet. Und dann kommt der Impuls bei dir, also das ist ein Alarmsignal und der löst natürlich eine gewisse Alarmbereitschaft aus, dieser Klingelton. Ah, da soll ich jetzt abheben oder mein Telefon ruft, wenn man so möchte. Egal wer jetzt anruft, das Telefon meldet sich, also sagen wir mal, das Telefon ruft. Und da habe ich aber dann die Möglichkeit zu entscheiden in dieser Lücke. Bin ich jetzt überhaupt bereit zu telefonieren oder bin ich da jetzt überhaupt dazu in der Lage zu telefonieren oder ist das eh gerade ungünstig? Denn ich habe da wirklich auch Klienten, die hüpfen da aus der Dusche raus und schauen, ah, wer ruft denn jetzt an? Oh Gott, als wären sie Herzchirurgen oder Rettungssanitäter und die Welt geht unter, wenn sie diesen Anruf nicht annehmen. Also man hat da eigentlich diese Lücke, diese Reaktionslücke, diese Zeit und in diesen Spalt sollten wir da auch eintauchen. Jetzt wird natürlich der Impuls, der kommt, umso stärker empfunden oder umso leichter geht der eigentlich durch, je mehr wir da in uns getriggert werden. Also wenn wir schon ein Potenzial in uns haben, zum Beispiel Ärger oder Enttäuschung jemandem gegenüber, dann wird das schneller getriggert, dann haben wir auch noch weniger Zeit eigentlich darauf zu reagieren und wir reagieren eigentlich dann nicht aus dem aktuellen, aus dem Bewusstsein, sondern aus unserer Erfahrung, aus dieser gekränkten Erfahrung, aus diesem Potenzial. Also man kann sich das vorstellen wie eine Teilpersönlichkeit, aus der heraus wir dann relativ schnell reagieren und dann diesen Aktionsraum eigentlich komplett weglassen, komplett vergessen. Also wir nehmen uns eigentlich selber die Möglichkeit, auf die Situation bewusst zu reagieren, sondern reagieren womöglich aus der Vergangenheit raus oder aus einer alten Verletzung raus. Also wir reagieren nicht bewusst auf einen Impuls. Und da werden wir heute schauen, dass wir das ein bisschen lösen können zwischen Aktion, Reaktion. Diesen Raum gut ausnutzen können. Ja. Und wie schaffen wir das jetzt am besten? Also wie machen wir uns das jetzt einmal bewusst? Am besten ist erstmal, du schließt deine Augen. Wir machen jetzt da so eine Übung mit. Und atmest einfach mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und du nimmst dir jetzt mal vor, dass du während dieser Übung absolut
bewusst bist, absolut klar bist. Und diese Klarheit, dieses Bewusstsein drückt sich jetzt mal aus in einem weißen strahlenden Licht. Und dieses weiße strahlende Licht breitet sich von deinem Herzen, von deiner Brust aus durch deinen ganzen Körper. Und dieses weiße, strahlende Licht reinigt jetzt mal nach oben hin deine Schulterpartie, den Hals, den Nacken. Und fließt auch in deinen Kopf hinauf in dein Bewusstsein. Und reinigt vor allem auch dein drittes Auge, Kronenchakra, deine Sinne. Und du erlaubst diesem Licht auch, dass es nach unten fließt Richtung Solarplexus. Nabelchakra, also quasi deinen ganzen Brustraum, Bauchraum bis zum Becken hinunter und den Beinen einfach mal reinigt. Und du spürst, wie du dich innerlich aufrichtest und klarer wirst. Dieses innerliche Aufrichten ist ein wesentlicher Anteil. Der dich auch immer wieder dazu bringen soll, aus deinen Gefühlen, aus den bedrückenden Emotionen, aus dem Ärger auszusteigen. Aus allem, wenn du getriggert wirst. Das ist, du richtest dich innerlich auf und kommst in deine Würde. Du kannst dir das wirklich vorstellen wie ein Löwe, der ganz mächtig so quasi thront über der Savanne. Wie ein Erwachen. Aus der Mythologie bietet sich da das Bild des Phönix an, aus der Asche. Das heißt, aus dem Aschehaufen, aus dem, was verbrannt ist, richtet sich die neue Würde auf. Aus der Asche kommt das neue Leben. Aus dem dumpfen Verbrauchten, aus dem Ärger, aus dem Angespannten. Aus diesem Kokon schlüpfst du jetzt raus. Also dieses innerliche Aufrichten ist immer ein sehr, sehr gutes Bild. Und du spürst, wie du dich öffnest und klarer wirst. Und mit diesem Öffnen
geschieht etwas Paradoxes. Wenn du dich öffnest, bist du eigentlich sicherer, als wenn du verschlossen und abgegrenzt bist. Wenn du dich öffnest, bist du eigentlich sicherer, als wenn du verschlossen und abgegrenzt bist. Wenn du Kummer, Sorgen und Kränkungen erlebst, ist es eigentlich so, als hättest du einen Stein im Schuh und du ziehst den Schuh nicht aus und trittst immer weiter drauf und glaubst, das gehört so. Aber dieses Öffnen ist eigentlich das Ausziehen des Schuhs und das Entfernen des Steins. Denn wenn du den Schuh ausziehst, kann der Stein ganz leicht raus. Und das wäre da so die Idee. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du immer entspannter wirst. Und du spürst auch, wie du immer weiter und klarer wirst. Und nun nimmst du in deiner Würde, in deiner Bewusstheit, in deiner Klarheit diesen kleinen Anteil von dir, der immer sofort reagiert. Egal, ob das das Klingeln eines Handys ist, ob das ein Streit, ein Ärger ist, ein Stress im Außen. Das ist so dieser Anteil, der immer leicht getriggert ist. Und das ist überhaupt kein negativer Anteil. Das ist nur einfach ein sehr sensibler Anteil. Und der braucht jetzt mal Verständnis, Liebe und Vertrauen und ganz viel Eigenverantwortung. Und so können sich da alte Verletzungen und Enttäuschungen ganz leicht rauslösen. Und du spürst, dass du entspannter und ruhiger wirst. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt ganz bewusst, diesen Anteil zu betrachten. Und du siehst mal, wie der weicher wird, wie der heller wird, wie der sich heilt. Und wie er bei deinem bewussten Ich in Sicherheit gebracht wird. Der geht so ganz tief in dich rein, zurück, integriert sich da und rund um dich ist reines, strahlendes Bewusstsein.
Und du spürst, wie Selbstzweifel, Unsicherheiten, Durchsetzungsschwäche sich löst. Und du ganz klar in deine Kraft, in deine Eigenermächtigung kommst. Nochmal so dieses Gefühl, dass du dich innerlich aufrichtest. Und du spürst jetzt, dass du die Gelegenheit bekommst, alte gespeicherte Glaubenssätze, die du in Bezug zur Welt in dir trägst. Die Welt ist so, die Welt ist auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin immer so, dass solche Glaubenssätze sich lösen können. Sodass du mehr Freiraum hast und auch die Kränkungen, die aus Missverständnissen des Wesens der Welt gegenüber entstanden sind, die aus Missverständnissen des Wesens der Welt gegenüber erwachsen sind, die können sich jetzt lösen und die dürfen sich jetzt auch lösen. Und du atmest einmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du noch mehr Freiraum so bekommst, wie du dich weiter aufrichten kannst, wie du noch klarer wirst. Und du spürst nun, dass du einen tiefen Frieden, eine tiefe Zufriedenheit hast, aber auch eine ganz tiefe Sicherheit, dass du in deiner erwachsenen Energie eigentlich über den Dingen stehen kannst. Also eine positive Erhabenheit. Und du spürst, dass sich diese Zone zwischen Impuls und deiner Reaktion unendlich viel ausweitet. In deinem Inneren hast du eine Unendlichkeit Zeit, auf Dinge zu reagieren, und du gibst dir auch diese Zeit, auf Dinge zu reagieren. Im Äußeren ist das oft nur ein Wimpernschlag oder ein, zwei Atemzüge. Aber in deinem Inneren ist das ganz viel Freiraum und Zeit. Und du bedankst dich jetzt mal in dir, und erlaubst dir, dass du dieses Geschenk des Bewusstseins und auch dieses Geschenk der Würde klar annehmen kannst. Und du atmest einmal tief ein. Und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus, und du spürst, wie sich dein Raum, dein Freiraum erweitert hat.
Mach dir jetzt dieses innere Licht, diese innere Würde, dieses innere Aufrichten nochmal ganz bewusst. Du kannst das natürlich dann im Außen noch körperlich machen, also durch eine Gestik das verstärken. Aber dieses Aufrichten, diese Würde gibt dir einfach mehr Freiraum, um zu entscheiden, wie du auf einen äußeren Impuls, ganz egal wo der herkommt, von einem Telefon, von einem anderen Menschen, wie du darauf reagierst. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt in deinem Tempo Schritt für Schritt wieder in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Streckst dich mal durch, bewegst deine Arme und Beine und kommst genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Bedank dich bei der geistigen Welt, bei deinen Helfern und Führern, die dich bei dieser Reise unterstützt haben. Bedank dich auch bei deinem gekränkten Anteil und deinem würdevollen Anteil, die du jetzt beide aktiviert und stabilisiert hast. Und dann komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Du kannst diese Übung natürlich wiederholen, so oft du möchtest. Und du wirst merken, wenn du das jetzt mal so probierst, auch in deinem Alltag, eben dieses Aufrichten, auch richtig physisch, richte dich auf, wirst du merken, du wirst klarer und kommst aus deinen Emotionen raus. Und da gibt es ja im Englischen so das Sprichwort fake it till you make it. Das heißt, tu mal so lang so, bis du es wirklich kannst. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin da jetzt klein, ich bin gekränkt, ich bin verletzt, dann schau, dass du dich mal so aufrichtest und so tust, als ob du es nicht wärst. Und dann kommt diese Energie auch rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es bitte, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Es sind jetzt schon weit über 600 Abonnenten und die ganze Community wächst stetig und das freut mich auch. Wenn du einen Tipp hast für ein Video oder ein Wunschthema hast oder eine Frage hast, lass es mir in den Kommentaren da und schau mal auf meiner Homepage vorbei. Vielleicht findest du ja da das eine oder andere Angebot, das dich anspricht. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Alles Gute und bis nächstes Mal. Tschüss.